hier die Ehre gibt, uns zu besuchen, zu einem sicherlich erfreulichen Anlass. Ich heiße aber auch ganz herzlich willkommen die Vertreter des aktuellen Ortsbeirats, unsere frühere Ortsvorsteherin heiße ich herzlich willkommen und natürlich die Vertreter der Landwirtschaft und der Landwirtschaft, die sich ja auch hier im Feldwegebauten Eimelrot stark engagieren. Mich freut das sehr, dass wir heute diesen Termin haben, denn ich muss sagen, hier in Eimelrot hat man sich immer seitens der Landwirtschaft, aber auch seitens der Jagdgenossenschaft sehr um das Thema Feldwegebau bemüht. Das hat auch dazu geführt, dass die Gemeinde Willingen sich immer wieder mit den Institutionen, mit den Beteiligten zusammengetan hat und dann unter Federführung des Ortsbeirates immer wieder Wegebaumaßnahmen ausgesucht hat im Rahmen der Unterhaltung, wo wir uns hier in Eimelrot engagiert haben. Und bei diesen etwas größeren Maßnahmen, die wir jetzt heute hier auf der Tagesordnung haben, diesen beiden größeren Wegebaumaßnahmen, die ja auch gefördert werden sollen, das waren dann eben eine Größenordnung, die wir in der Form auch mit unserer gemeinsamen Kraft so nicht hätten stemmen können. Und insofern haben wir dann einen entsprechenden Förderantrag gestellt und uns sehr darüber gefreut, dass wir da berücksichtigt werden können und dass nun endlich diese wichtigen Maßnahmen gemacht werden können. Der Feldwegebau spielt natürlich in den Ortsteilen in unserer Gemeinde, in denen die Landwirtschaft noch eine große wirtschaftliche Rolle spielt, eben auch eine entsprechende Rolle. Und natürlich wissen wir politisch die Landwirtschaft zu würdigen als Wirtschaftsteil, aber auch als wichtige Partner für die Landschaftspflege und dann eben auch für die ganze Entwicklung hier in der Region. Da spielt die Landwirtschaft eine große Rolle und für die Landwirtschaft ist es eben von elementarer Bedeutung, dass sie sich vernünftig bewegen können mit ihren Fahrzeugen in der Landschaft und dazu müssen vernünftige Wege da sein. Das kann man ja so auf den Punkt bringen. Und gerade der Landwirtschaftswegebau ist eine Sache, die eine Gemeinde natürlich auch sehr schnell überfordert. Wir sind ja schon bemüht, die vielen Investitionsstaus zu beseitigen, die wir im Bereich des Straßenbaus haben, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, all da, wo viel Verkehr stattfindet. Und die landwirtschaftlichen Wege, die sind da oft eine Herausforderung, wo wir gerne viel mehr machen würden, auch viel mehr machen müssten, als wir das tun, das wissen wir. Aber wo uns eben finanzielle Restriktionen immer wieder einschränken und dafür sorgen, dass wir eben doch nicht das, was wir gerne machen könnten, machen, was wir gerne machen würden, machen können. Aber es gibt ja Menschen wie Sie, die ein großes Herz für uns haben und damit Fördermitteln hier aufschlagen, die diese Engpässe beseitigen. Und es freut mich also wirklich sehr, dass Sie uns in dieser Situation hier helfen. In diesem Sinne also ganz herzlich willkommen und auch allen Beteiligten. Gut, von meiner Seite aus dass ich heute hier stehen kann. Normalerweise übernimmt das immer unser Amtsleiter, solche Anlässe, aber heute darf ich auch mal diese Funktion wahrnehmen und ich freue mich, dass das auch geklappt hat. Wie Sie schon gesagt haben, wir waren jetzt schon länger im Kontakt und das war jetzt ja der dritte Versuch. Wir mussten immer mal wieder gucken, ja, wie muss der Antrag aussehen, was ist überhaupt in dem Förderprogramm möglich und was ist nicht möglich. Und da mussten wir uns euch auch länger mal unterhalten und immer mal wieder was anpassen. Und ja, letztendlich bin ich froh, dass es jetzt doch geklappt hat, dass wir da diese Bewilligung aussprechen konnten, dass sie da die Fördermittel bekommen und auch ja, ihre landwirtschaftlichen Wege ausbauen und verbessern können.